das war, schreibt mal, der Bader in der großen Wanne. Hier scheint es mal wieder dran zu haben. Wir können nicht so oft, weil halt noch andere Luftblätter, wie gesagt, hier sind. Ich mache ein Video. Es sind noch mehrere hier. Da sind wir gerade durchgegangen. Radio. Und hier sind ganz viele Luftblätter noch unterwegs. Ach, hallo! Ich habe mich. Hättest du mir nicht sagen können, dass da jemand steht, ich stehe noch mit der Kamera. Das ist ein Special Effekt. Ja, ich heb dich auf, Schatz. Das ist ein schöner Raum, den ich natürlich bekommen habe. Oh. Das ist ein schöner Raum. Zu der Badewanne kann. Und zwar habe ich versprochen, beim nächsten Space unsere Kamera mitzunehmen. Aber die ist immer noch nicht da. Wir warten und warten und warten. Aber wir hoffen, dass die Kameras bald da sind. Wie gesagt, sie sind, die Stätte ist ein sehr guter Ort. Anscheinend. Gegenüber älteren Menschen. Erstaunlich. Aber wahr. Ach, hier. Das, was auf dem letzten Video mit drauf war. Bei uns. Was Basti gemacht hat. Hier bin ich Slenderman hier. Der ist immer noch da. Das ist mir klar. Hä? Und hier die Geister bewegen sich. Du verarschst doch nur wieder. Schatz, du bist im ersten Kanal. Das ist bestimmt Higgins. Da oder ist Higgins. Da ist er. Da ist er. Oder Slenderman. Jetzt kommt. Jetzt kommt. Oh, jetzt wieder bergab. Aber echt geiler Ausblick. Aber echt geiler Ausblick. Ja. Ich glaube, die anderen sagen nicht mehr, weil sowieso ja viele Besucher kommen und es sowieso alles in sich hineinstürzt. Meine Tochter kommt nicht rein, sie will schon noch mit dem Freund, oder? Ja. Mal Duschraum zu sein. Oh, die Toiletten. Thank you.
Nicht nur eine Rolle aus Bläser, eine ganze Reihe von. Was soll ich sagen? You're welcome. Kamera, Kamera. Was auch immer hier passiert war? Ich hab keine Ahnung. Ja, zum Beispiel da. Ich. Malereien voll zu kriegen. Wie haben die gemacht von einem? Da kennt man die Blödheit von einem. Ja, kann man hochgehen. Ja, aber halt ohne Geländer. Ich glaube, die Wabe, die gehen jetzt auch, sind auch runtergegangen. Oh, du Schreiber. Die haben wir zusammen ein Lift. Scherz, er hört mittendrin auf. Also den Lüftkopf wollte ich nicht mehr benutzen, da wollte ich mich sogar beschweren. Und er geht bis. Und halt. Vincent, Tätzchen. Selbst Russen waren hier. Sieht zumindest russisch aus. Sieht russisch aus.
Versicherungskosten. Wollen wir darauf gehen, ja oder nein? Wir sind eine Etage höher gegangen. Ihr merkt schon alle sehr verzweigt. Aber eigentlich alles gleich. Ja? Hier ist noch ein Durchgang. Hier kommt man rüber. Hier kann man durchgehen. Hier kommt man auch rein. Ja, dann kann man wieder rauf. Ja. Weil da drüben ist ja noch ein Gebäude. Aber ich glaube, die 2 Minuten jetzt haben sich über uns auch beschwert. Die 2 Minuten jetzt haben sich, glaube ich, über uns beschwert. Wieso? Keine Ahnung. Das sah so aus. Ich habe die nur angeguckt. Ja. Die eine hat zurückgeguckt und hat miteinander noch in den Wald gelabert. Beim Wald, oder? Ja, so. Huch! Ich wollte mal sagen, die Treppe kann man nicht mehr benutzen. Schaut mal vor. Geh noch zurück. Guck mal, der Film, der fängt jetzt an zu filmen. Ich will mich verarschen. Es gibt etwas weiter da vorne angefangen zu filmen eigentlich, aber fast schon. Alter, ist das cool. Nach oben fühle ich jetzt nicht. Ich bin kein Schisser. Es ist noch um 5 und der Weg ist noch da. Wie es ja wohl nachts aussieht. Nein, ich meine jetzt allgemein. Wie es ja nachts aussieht oder so. Riecht's komisch. Ich heule. Steht in der Wand. Fall nicht runter. Also, es ist rein. Okay. Ich hab gedacht, du bist beim Vorstuhl nicht so. Ja, wollen wir eine Treppe? Ja.
Schatzi? Hinten kann man ja, ne? Nee, etwas weiter hinter. Aber hier, guck, was ist das da? Auch was mit Strom. Ja, wir sind jetzt im anderen Gebäude, Schatzi. Wir sind jetzt im anderen Gebäude, ne? Gegenüber. Fällt jetzt auch nochmal rauf. Okay, interessant. Da sind wir reingekommen. Das scheint ein Speiseraum zu gewesen zu sein. Okay. Aus einem anderen Land. Okay, sehr interessant. Aua, das piekst. Auch anscheinend für Tobak. Boah, das Blazer. Noch Schreiner. Toilette. Ja, scheint eine Dusche gewesen zu sein. Hinten sind Duschräume und Toilettenräume. Ja, aber ein SK aus SK-Land. Was? SK-Land. Also ein aus Schweiz oder so, keine Ahnung, was das ist. Schweiz? Kennzeichen SK, also dieses Blau, wo wir D dran stehen haben, ja. Steht da SK. Warst du hier schon oben? Nein, da werden wir auch nicht hochgehen. Okay. Wenn du dir den Teil anguckst, wie es da auf der Seite aussieht. Oh je. Oh, Alter. Schön eingestürzt, war ich mal da. Ist es wieder wirklich hoch? Nee, nicht wirklich, lohnt sich nicht. Aber das ist noch ein Treppenaufstieg, ne Schatzi? Ja? Da ist noch ein Treppenaufstieg mit Geländer. Boah. Weiter vorne hier. Oh je, andere Seite. So. Und hier gerade auf der anderen Seite. Ja, ich bin hier gesehen. Ja. Soll ich Ihnen die Treppe zeigen? Ja. Warte, ich muss mal in die Räume gucken.
Bier. Also weiter, hier ist ein Vogelnest. Da sind die, drei. Boah, nicht weiterkommen. Okay, hier geht es anscheinend zum Dachboden. Muss man vorsichtig sein, wo man hintritt. Ah, hier geht es nicht weiter. Okay. Sehr interessant. Also hier ist ein schöner Dusch- und Waschraum gewesen. Ja, definitiv. Das ist nicht schwer, ich kann nicht sagen. Du kannst zwar höher gehen, aber dann hört das Geländer aber auch auf. Hm? Ja gut, das hört das Geländer auf. Gib dich vor. Was? Okay. Wir waren etwas weiter runter gegangen. So. Oh, ich habe extra nicht gefühlt. AQ und zweitens das gleiche Raum machen und drittens wir wollen jetzt lange mehr runter. Genau. Okay, wir fangen dann jetzt an. Wir gehen eine Etage runter, man muss ein bisschen vornehmen. Ich liebe dich auch, Schatz. Hier ist eine Stufe fast abgerissen. Ja. Wie ihr sehen könnt. Aber jetzt können wir zum Glück nicht mehr tief fallen. Ja. Wir sind jetzt in den Kellerbereich. Sehr interessant. Muss ich auch sagen. Hier sind die Generatoren für die Lüftung, wenn ich mal die Lüftung war. Okay. Das ist bald dunkel, 15% ist dunkel, das heißt, ich kann da nichts sehen. Ich kann auch nicht mehr fotografieren. Okay. Okay. Hier geht's noch weiter, wollte ich mal sagen. Aber ganz gewaltig weiter. Ja, geht's auch. Nochmal kurz. Geh mal zurück. Alter!
Na klar. Scheiße, ich kann keine Bilder mehr machen. Ja, mein Akku lässt nach. Ja. Das heißt, ich bin auf dein Licht angewiesen. Wow. Ui. Wow. Hier geht es richtig tief rein. Wir gehen jetzt mal den Eingang hin. Wir werden wieder einzelne Räume, wo man Sachen untergetan und gestellt hat. Nutz mal dein Licht mit, ne? Cool. Alter, wartest du? Ey, Schatzi, Licht! Ja, toll. Scheibe. Der hat mich als Momo beleidigt. Da, da, da dunkel jetzt ist der. Dort haben wir gar nichts. Nee, ich sehe gar nicht. Und stopp. Und hier haben wir einen Kühlanlagenbau von GmbH. Ja. Was auch immer. Ich so. Es war das Licht. Wir melden uns gleich wieder. Ich brauche noch ein paar Aufnahmen. Wow, da ist was. Guckst du? Ja, ich filme auch nochmal in deine Richtung. Da ist was glühendes für Augen. Glühendes Augen. Ja, sehr froh, ich habe keine Taschenlampe an. Was? Ich habe keine Taschenlampe an, weil mein Akku fast leer ist. Vielleicht hört man ja was drauf. Komm näher. Okay, dann wollen wir mal weiter. Wie gesagt, hier sind auch noch so einige Abstellräume. Und stopp. Ich weiß, was das ist. Weiß. Nichts Gruseliges. Okay. Ja, man geht kurz. Ja. Da geht's noch weiter. Wollen wir da erstmal weitergehen? Ja, darauf warte ich doch die ganze Zeit, Vogel. Okay. Erstmal ein Loch. Juhu! Dann geht's nochmal so 500 Meter ab, gell? Schade. Alter, so eine Tür. Nachdem du den Satz gesagt hast. Da ist das Loch. Aufpassen jetzt. Ja. Da geht's auch nochmal rein, beziehungsweise ja, raus. Ja, ich weiß, dann kommt erstmal hier. Ich bin nur auf die Lichtquelle jetzt von meinem Halbpupsi angewiesen. Ich liebe dich auch. Und du hast auch meinen Fuß drauf. Das habe ich mal. Wieder eine Treppe nach oben. Ja, ist auch noch was. Schatzi, guck mal hier rein. Ja, mach ich gleich. Ach da, ich sehe nichts auf meiner Kamera. Ich bin wieder.
wahrscheinlich. Aber geil. Man hat eine Scheibe. Der alte Sessel, der so viel zu erzählen hat. Das ist schon echt gruselig. Mein übertritt mal wieder. Und seht da. Ich öffne das Fenster. Na, öffne mal das Fenster. Und was seht ihr? Nichts. Momo kommt da nicht, mein Spaß. Da, Momo. Ja, du kannst mich mal. Ach, der Sessel. Naja. Typisch Männer. Ja, aber auf mein Wort sein. Also wenn ich weg bin, nicht so mal gut. Also ich wundere, wenn ich nicht weiterfilmen kann. Ja. Was weiteres findet ihr bei meinen Männchen auf die Videos? Doch ganz kurz mal das Zeitspiel. Und fotografieren. Mein Männchen. Weiteres findet ihr wieder bei München. Licht. Da auch gerne mal übertreibt. Licht. Aufregend. Und hier war die Folterkammer. Ja. Oder der Raum, wo man still stehen muss. Das sind Spinnen. Spinnen! Die ist eklig. Schatzi, lass die gehen. Lass die gehen. Lass die ja gehen, Schatzi. Die ist eklig. Da seht ihr eine Spinne. Eine der gefährlichsten Arten von Spinnen, das ist die gemeine Hausspinne oder Vogelspinne auch genannt. Das hat man geschert. Sie ist lebensgefährlich und total angreiflustig. Schatzi, die Spinne ist eklig. Machen wir mal ein Foto. Und noch ein. Bist du mal fertig? Die ist eklig. So, hier ist sie nochmal in Originalgröße. Wir haben auch richtig Respekt jetzt gerade vor ihr. Die ist so eklig. Komm, Mieze. Meine Frau hat jetzt einen Flügel nach dem anderen. Die ist eklig. Die ist widerlich. Die ist bäh. Die Hausspinne gewesen. Was, Momo, die Hausspinne? Ja. Von da sind wir gekommen. Da sind wir auch lang gegangen. Meinst du? Weiß ich nicht. Ja, doch, wir müssen da lang. Jetzt hier runter. Wieder mal. Oh. Der große Gang geht weiter. Es kommt eine Tür. Ich hab's kommen sehen, ich weiß. Ein kleiner Stopp. Weiter geht's. Ach du Klar.